Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. So, Dings haben wir euch mal vorbereitet und das sieht ja auch schon mal ganz passabel aus. Jetzt müssen wir nur hier mal kurz den da und joa, eigentlich sollte das so reichen. Kann er hier stoppen und dann kann er wieder zurück. Mehr brauchen wir schon nicht. Das größere Problem wird, wir müssten das hier eigentlich auch mit Geschütztürmen etwas schützen. Und das sehe ich noch nicht. Oh Mann, ich hoffe, die Jungs sind lieb, nett und freundlich noch. Na, hier ist ja, das Gute ist, hier ist ja noch nicht so wirklich Pollution. Ne? Also hier könnten sie noch lieb, nett und freundlich sein. Oh, ich will nicht, wir haben auch nicht mehr so viel Munition am Mann, das ist ja auch noch so ein Problem. Ich möchte aber, glaube ich, trotzdem so zumindest mal zwei kleine Türmchen hier lassen, vorsichtshalber. Oh, das dauert jetzt aber Ewigkeiten. Ach, das ist ein Stopp! Das war der Verkehrte. Ich wundere mich gerade, warum das so ewig lang dauert, als der Flammenwerferturm ist. So, da. Na, dann machen wir hier einfach mal. Tor, Tor. Und doppelt. Zack, machen wir hier einfach mal zwei Türmchen hin. Da nicht, danke. So, und dann hier einfach nochmal so ein bisschen Mauer. Das soll einfach nur so ein bisschen Schutz bieten. Das muss ja hier nicht, wer weiß, wie safe sein, ne? Ich weiß nicht, ob die Mauern reichen, die wir dabei haben. Es könnte sogar echt sein, dass sie uns jetzt gleich mal ausgehen. Ja, macht schneller. Da ist noch mehr. In der Zeit bin ich mal großzügig und hoffe, dass das erstmal reicht, um die hier zumindest, wenn was kommt, dass wir dann nicht zu viel Schaden erleiden. Oh, ich brauche Mauern. So, ja, die könnte da erstmal fertig setzen. Oh, wir brauchen noch viele Steinmauern. Haha. Vielleicht war es doch ein bisschen übertrieben, schon dreifach Mauern zu nehmen. So. Ja, doch. Ich glaube, das war doch ein bisschen übertrieben. Zick, 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 zick. So. Zumindest kriegen wir dann... Ey! Wir haben die Mauern direkt aus der Tasche geklaut. So. Na, komm zurück. Gut, das hätten wir. Das sieht schon mal soweit gut aus. Jetzt müssen wir... ja. Jetzt haben wir den doppelten... Das doppelte Problem. Ja, eigentlich müsste ich echt zu Fuß rüberlaufen. Ich glaube, das machen wir gleich auch zu Fuß. Ich fahre jetzt einfach mal die Spur hier lang, damit wir schon mal alles an Bäumen aus dem Weg geräumt haben. Was uns gleich stören könnte. Lass uns erstmal wieder den Power-Off da ein bisschen hinterherkommen lassen. Sonst wird er traurig, einsam und allein und das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt einfach durch die Mauer durch. Einfach durch unsere eigene Mauer fahren. Okay. So viel dazu. So. Hätten wir. Und nun, den brauchen wir nicht mehr. Denn hier ist ja kein Standort. Auch hier die Ladelampen können wir mal wegnehmen. Oh, ich krieg wieder Spielzeug. Ja. Ich freue mich. So.
Juti, und dann hier lang den Strom durchziehen. Das heißt, da müssen wir dann nochmal mit einem Panzerchen gleich durchmetern. Aber okay. Mauern. Na gut, wollen wir schon Mauern dabei haben? Ich weiß es doch gar nicht. Was jetzt aber mal machen? Wir brauchen mehr Schienen, gehe ich mal stark von aus. Und tendenziell will ich die auch von den Robotern legen lassen. Das kann dauern, bis die zwei das geschafft haben. Aber wir rennen jetzt erstmal durch und auf dem Rückweg können sie das dann bauen, während wir dann die Strommasten ziehen. Ich bin schneller als du! So, sind wir mal langsam da. Hurra, wir sind da! Ja, wollt ihr nicht mal anfangen? Na, bitte, geht doch. Geht doch! So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar, vorsichtshalber. Und machen das dann, ja, hier einfach so. Zack! Zack! So, mal kurz hier die Jungs bauen lassen. In der Zeit können wir auch überlegen, was da so Schönes weitermachen. Ich sag normalerweise müsste ich so 10 Stück von denen dabei haben für sowas. Aber halt, wenn man mit einem Panzer irgendwo hin, ist das, glaube ich, kontraproduktiv. Ich sollte vielleicht einfach, wenn wir mit einem Panzer lostingeln wollen, rauswerfen. Das wäre vielleicht ganz gut. Aber dann könnten wir uns doch nochmal so ein paar erlauben. 1, 2, 3. Und hätten nicht so das Problem hier mit ihnen. So. Halt, da habt ihr noch einen übersehen. Das bringt den Zug zu entgleisen. Jungs. Hier, ja, guckt mal. Er geht doch. Piep, piep. Ja. So. Genau bis dahin. So, wir kommen der Sache schon langsam näher. Zack. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und ich bin gespannt, wenn dann gleich ein paar mehr da sind, ob es dann auch flotter geht. Natürlich geht es dann flotter, ich weiß es ja schon. Ich mag zum Beispiel auch die Early Robot Mod recht gern, weil man dann halt relativ früh mit den Baurobotern loslegen kann. Die sind langsam, sie sind behäbig, aber hey, genau das ist doch dann das Schöne. So, da muss das Ding hin. Ich hoffe, ihr habt da jetzt alles fertig gebaut, ja? Will ich euch zumindest mal nahelegen, meine Freunde der Nacht. Aber ich glaube, jetzt haben wir ja auch so ein paar mehr drin und dabei und dann sollte das auch gehen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, wenn man die dann zur Not hier reinschmeißt. Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass man dann sagt, okay, Bauroboter in dem Panzer. Ich weiß nicht, ob sie dann von hier aus dem Inventar auch losfliegen. Das könnten wir ja theoretisch mal testen. Ich habe jetzt gerade ja keinen dabei. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, das mache. Bist du gerade... Ah, weil der ist gerade neu hinzugekommen. Alles klar, das heißt, wir packen sie einfach in den Panzer, wenn wir sie nicht brauchen wollen. Und schon lassen sie uns in Ruhe. Super. Das ist echt gut. Das ist echt knorke. So, jetzt nur noch hier irgendwie kurzerhand hier noch so ein hin. Da. Passt. So, mein großes Problem ist jetzt ja,
Wir müssen hier... Oh, mein Meter. Ich muss mich mit diesen Zugsignalen auseinandersetzen, weil sonst kriegen wir echt noch Probleme. Ich kann nicht alles doppelt und dreifach legen, aber ich möchte jetzt zumindest die beiden Schienensysteme trennen. Das, also Kupfer... Oh, ich mache das vielleicht später... Oder macht man das später anders? Das könnte man natürlich auch machen, dass wir einen größeren Zug benutzen. Es hieße dann aber viel Umbaumaßnahmen. Und dass wir halt eine Kupferlinie machen. So zwei, drei Kupferfarmen, wo der Zug dann halt hinfährt. Keine Ahnung, sechs Waggons sind da. Jeweils zwei werden vollgeballert. Das könnte man natürlich ganz gut machen. Wir haben übrigens keine Schienen mehr. Ein Schienenbahn, so. Mal gucken, kriegen wir das hin? Ja, ja, genau so will ich sagen. Genau so. Perfekt. Das ist perfekt. Tralalala. So haben wir die dann getrennt. Okay, perfekt bis da zumindest. Hier müssen wir mal kurz umbauen. Oh, oh, ich hoffe, das klappt sogar noch. Es klappt doch. So. Hilfe! Wow! Noch mehr Forschungsgeschwindigkeit. So sehen wir auch aus, meine lieben Freunde. So sehen wir auch aus. Kampfroboter, Inventarlogistikplätze, Inventarabfallplätze. Besser das da zum Abbauen. Stapelgreifarme. Bremskraft 3. Ja, Arbeitsroboter Transportmenge. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Aber es, oh, es wird alles so teuer inzwischen. Mann. Atombombe. Ja, allein wenn man sich das anguckt. Die Forschungen werden so dermaßen dauern. Ne? Arbeitsroboter Geschwindigkeit. Finde ich sehr faszinierend, aber das wäre vielleicht gerade mal interessant für uns. Ah, wir könnten mal wieder von den anderen Wissenschaftspaketen was ansammeln und würden die hier mal wieder so ein bisschen reduzieren und machen dann halt noch mehr Badabum mit unseren kleinen süßen Panzer, ne? Feuerrate wird höher. Da. Da ist der Schaden. Ja, wir müssen die Feuerrate mal langsam nachziehen. So. So, das muss jetzt hier gut passen. Das passt echt gut. Da, 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 da. Da, da. Da, da. Okay. Hier müssen wir erstmal umbauen. So. Na, was, zack, zack. Ich möchte gerne von dort aus da dran kommen einfach. Guck. So wäre die perfekte Kurve. Das heißt, wir müssen erstmal so und... Ah, schöne Kurven! Soll ich meine ganze Bauchroboter hin? Keine Energie mehr! Upsi, wir haben sie leer genuckelt. Ja, dann ladet euch jetzt erstmal wieder voll. Ich bin zu schnell gelaufen, glaube ich, für die Jungs. Ah, schön. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt mal mit dem Zug hier... Ja, schon mal zur neuen Anlage hinfahren. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Ach ja, ich muss dafür erstmal hier auf manuell umstellen. Ja, ja, ihr habt ja gleich zu tun. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht entgleisen. Das wäre jetzt echt unschön. So, hier, da könnt ihr loslegen. Das war knapp.
So, la 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 la. Es ist geil, oder? Ganz ehrlich. So zu fahren ist natürlich auch schön. Oh! Ja, danke Jungs. Habt ihr gut gemacht. Erstmal schnell noch die Schienen unter den Zug hauen, damit er nicht entgleist. Ich frage mich, was passiert, wenn hier ein Zug entgleist. Das frage ich mich gerade wirklich. So, und das wäre dann die erste Station. Dann müssten wir dann noch eine zweite. Also wir werden auf jeden Fall größere Umbaumaßnahmen im ganzen Bahnhof auch in der Base machen müssen. Da wird uns einiges... Oh, keine Schienen mehr. Da wird uns noch einiges bevorstehen. Bis das alles läuft, so wie es soll. So, hier, da. Das nenne ich mal faul. Einfach die Roboter. So, jetzt könnt ihr alle zurückkommen, wenn ihr wollt. Flup, flup, flup. Wunderbar. Und wir fahren einfach mal... haben sie... Okay, wir stoppen einfach, weil dann ist ein Poller. Sehr gut. Nichts. Sonst haben wir wieder Probleme, dass die wieder verloren sind. So. So, Moment. Jetzt machen wir nämlich ganz kurz. So, wie hieß diese Base, diese Station? Kurz mal die Karte. Nathan war das. Das war dann Nathan Lewis. Das heißt, wir machen jetzt Stationen zufügen. Nathan Lewis bis Fracht. Kupfererz. Da, 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 da. Ich glaube, 6000 können wir hier mal ruhig. Weil der soll ja möglichst voll sein. Naja gut, dann fahren wir die Strecke halt nochmal lang. Ist doch auch schön. So, so sehen wir wenigstens, dass es funktioniert, so wie es soll. Und dann kommt halt über die zweite auch wieder Kupfer rein. Das ist gerade wichtig. Das heißt, das haben wir auf jeden Fall erstmal gelöst. Und dann kann ich mir theoretisch, wie gesagt, schon Gedanken über die nächste Eisenmine machen. Vielleicht machen wir den Einzug, unseren Eisenzug, der hier fährt, dann schon mal größer. Warum kommt ihr da nicht ran? Die Schienen konnte ich nicht mehr setzen. Ja, geilo. Ich konnte die Schienen nicht mehr setzen, aber... Pff, fuck you. Spiel. Kann ich... Habe ich Long-Inserter-Variante von euch? Natürlich nicht. Kein Problem. Zack, zack, zack. Pff, da hatte ich jetzt Glück. Und dann machen wir hier einfach zack, zack, zack. Ich bin mal so frei. Ah! Ja, da fehlt ja auch noch was. Da fehlt ja noch etwas. Da fehlt ja noch etwas. Und zack, ran damit. Das müssen wir jetzt hier leider mal bei allen machen. Ja, da muss man da... Oh, ich kann sie, ich hab Baumfarber zu voll sind. Alles klar. Dürfte ich mal kurz? Danke. Und... Bams. Ich sag bang, bang, bangidi bang. Ich sag bang, bang, bangidi bang. So, lalala. Dann haben wir die schon mal. Oder alt. Doch, doch. Da war schon richtig. Und dann hier auch.
So, hier fangen wir schon mit der zweiten Kistenreihe an. Schlecht. Ich mache jetzt mal gerade extra nicht so viel mit den Baurobotern, aber das da können sie wieder machen. Und dann machen wir kurz die da weg. Render. So. Nun aber, hurtig, meine kleinen Freunde der Nacht. 2000. Wo kommt ihr denn her? Okay, die da unten sind bestimmt friedlich. Arschling 250. Fuck. Kommen die da einfach gebürstet und hauen mir einen drauf. Na, das finde ich ja mal gar nicht nett. Ich habe nicht zu viel. Das heißt, ein Geschütztürmchen kriegt da, kommt hier dann nochmal hin. Oh, das ist schön. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Ja, so Kanonen-Munitionsrate. 400. Boah, das Problem ist, hier kommen halt die da wieder mit dazu. Für Hochtechnologie. Ah, die müssten wir auf jeden Fall noch machen, damit wir hier mit dem da auf jeden Fall auch gleich kommen. Und dann schießt unser Panzer ja auch dementsprechend schneller. Und wir könnten ja alternativ auch mal den Flammenwerferschaden erforschen und unseren Panzer mit dem Flammenwerfer ausrüsten. Das hätte ja auch noch mal was. Vielleicht mache ich sogar das erstmal. Aber das kostet nur, ne? Das geht schnell. So. Ich bin dann mal so nett. Ich muss den hier irgendwie so da erstmal. Viel Spaß. Lass dich nicht abschießen. Wir brauchen ein bisschen Mauer. Also zumindest so eine kleine Mauer hier vor. Ich habe den falsch gesetzt. Yay. Da kommt er hin. Okay, so Mauer sind jetzt eigentlich auch schon wieder alle. Wie sieht's hier denn so langsam mal aus? Ich glaube, da müssen wir mal ein kleines bisschen nachhelfen. Zack, 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 zack. Zack. Ach, vorne ist auch noch nicht voll. Okay. So. Ich glaube, hier brauchen wir auch noch mehr zum Abbauen. Aber jetzt können wir mal wieder nach dem Strom gucken. Ja, pff, schön. Easier Shay ist das. So. Das heißt doch schon die zweite Linie hier aufbauen. Und so weiter. 4, 5, 6, 7, 8. So. Fünf, sechs, sieben. Hey! Acht. Nein! Der war falsch rum. So. Dann mach doch den nochmal schnell. Dankeschön. Das mag ich dann mit den kleinen Baurobotern. So, kommt alle rein. Wups, wups, wups. Wie die alle in uns reinpassen, bin ich auch immer noch sehr... Bin ich immer noch fasziniert von. Wie sieht's hier aus? 2500. Ernsthaft. 1500, zack. Okay, wenn wir noch vier Stück reinkriegen, sind wir gut. 1, 2, 3, 4.
Warum sage ich jetzt gerade 4? Ups. Damit der letzte auch noch voll geht. Es kommt beim ersten zu wenig an, ne? Wir fallen jetzt trotzdem erstmal wieder zurück. Tschüss. Und dann müssen wir zusehen, wir brauchen Mauern. Auf jeden Fall brauchen wir Mauer, Mauer, Mauer. Ein paar Kanonentürmchen. Hier können wir dann auch noch die... Da fliegen sie hinter uns her, warum auch immer. Gut. Kupfer läuft. Kupfer läuft. Hier unten läuft's. Läuft Kupfer schlecht. Oh, ich brauche. Was hier mir fehlt, sind diese One-Belt-Sorter. Dass man halt wirklich auch. Man kann das zwar so auch lösen, aber dass man dann halt alternativ auch noch anders vorgehen kann. So, und mit Eisen. Eisen läuft. Kupfer läuft. Also zumindest die Versorgung ist jetzt erstmal wieder da. Wir sind jetzt nicht. Ohne, also mit nackter Hose, ne, ihr wisst schon. Nackter Hose, meine Güte. Mit heruntergelassener Hose. Da, sondern es läuft wieder. Hilfe, ich krieg ganz viele Zahnräder reingestopft. Dankeschön, dankeschön. Yay, Flammenwerfer-Schaden. Das möchte man echt, ich muss mal, angucken. Flammenwerfer, nö. Weil unser Panzer kann ja auch Flammenwerfer. Wir können es ja auch. Es gibt auch irgendein Achievement, so und so viele Bäume da irgendwie mit dem Flammenwerfer wegzuprutzeln. Ja. Gucken wir doch mal. Wir können natürlich. So, also Leichtöl, Schweröl, Stahlträger. Hergestellt da drin. Das bauen wir uns dann auch nochmal. Hergestellt in Chemiefabrik. Aber ich bin gerade irgendwie. Angetan von dem Ding. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum das so ist. Und den Flammenwerfer mache ich mir auch noch. So, was wollte ich? Ich wollte Steine holen für Mauern. Oder direkt Mauern wäre vielleicht einfacher. Hier läuft auf jeden Fall soweit alles inzwischen ohne Probleme. Eins kann ich jetzt aber schon mal sagen. Dieses hier für grüne und rote Chips würde ich zukünftig komplett anders bauen. Da würde ich dann eine andere Herangehensweise. Also ansonsten so, das meiste funktioniert wie dieser Kreistaktik ganz gut, aber da würde ich definitiv anders rangehen. So, hier fehlt Fuel. Ernsthaft. Wir haben hier noch Uralttechnik. Wo fliegt ihr denn schon wieder hin? Wie viel brauchen wir denn? Zwei. Holen wir mal zwei Sticks Kohle da oben hin. Ach, was ist das? Wir holen Kohle. Sehe ich so aus? Ja, höchstwahrscheinlich. Dann sehe ich so aus, als wenn ich das selbst machen würde. Anforderungskiste. Kriegen wir die hier so gestellt? Ah, schade. Wir kriegen sie nicht so gestellt, dass wir beide damit... Zumindest nicht mit den Sortern, die wir hier haben. Na gut. Und Kohle. Kohle. So, dann macht ihr mal Kohle. Und ich mache in der Zeit Mauer. Beziehungsweise nehmen sie mir mit. Warum denn? So. Wir haben hier doch. Wir haben doch. Meine Güte. Wo bleibt die Kohle? Da kommt sie langsam herangeflogen. Okay, dann können die sich ja jetzt darum kümmern. Müsst ihr echt doch diese, für dieses Stück einen Umweg fliegen? So, ich will einfach nur sehen, dass das hier klappt. Jawohl. So. Wo ist wieder Bolle? Das Klärchen. So, wir haben gerade Le Rocket Launcher. Und da hatte ich ja die Raketen rausgeschmissen. Warum? Weil wir sie nicht benutzen konnten. Oh.
Oh, stimmt ja, hier wird ja Beton hergestellt. Das braucht man ja auch irgendwo ganz viel. Dann ja, ich weiß schon wieder wofür. Ja, ansonsten läuft das mit der Kohle hier noch gut. Aber selbst die Kohle hier nimmt ab und dann... Oh, es wird immer böser. Hauptsache, das hier läuft noch, aber wir müssen echt sehen, dass wir mal andere Energievorkommen benutzen. Sowas hier zum Beispiel. Solar weiter ausbauen. Also wie gesagt, das mit den grünen und roten würde ich bei einem anderen Run anders aufbauen. So gelinde minimal. Darf ich mal gucken? Wenn ich mir jetzt hiervon mal ein paar in die Tasche stecke. Sind das denn die richtigen für den Raketenwerfer? Oh ja. So, Leichtöl, Schweröl haben wir beides hier. Und da sogar direkt. Oh Gott, das wird hier ein Chaos. Es herrscht das blanke Chaos. So. Ja, perfekt. Brennstoff. Den wollen wir herstellen. So. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Le Cook. Ich muss dann hier. Du musst dann kurz weg. Außer. Komm, da kann man echt so direkt rangehen. Wir brauchen mal wieder Rohre. Das ist auch schon lange her. So. Das ist das Schwerrohr. Das heißt, da müssen wir den hier kurz wegrupfen. Alles klar. So, eine... Das ist ja halt der Nachteil. Dass man hier nirgendwo durchkommt. So. Zumindest kommt man jetzt wieder durch. Alles klar. Das heißt, eine Anforderungskiste. Und ich würde sagen... Nee, eine normale Kiste. Eine ganz stinky-pinky normale Eisenkiste sollte uns da reichen. Scheiße, du bist ja außerhalb. Nein! Wo ist er? Du bist außerhalb des Logistiknetzwerks. Verdammt. Wie machen wir denn das jetzt mal? Jetzt müssen wir hier echt noch einen Roboport hinklatschen. Alter Verwalter. Zeit rennt auch schon wieder hin. Ich bin schon wieder weit rüber, als ich wollte. Roboteranger, komm. Craften wir uns mal ein. Kommt halt jetzt auch einer hinzu. Irgendwas ist da im... Achso, ich stehe im Weg. Mann! So. Erstmal so ein Ding voll machen. Und anfordern sollst du mal 100 Stahlträger. Ja, das ist gut. Warum kommt da kein Schweröl rein? Ist da irgendwas mit dem Anschluss nicht in Ordnung? Doch, müsste doch eigentlich genau korrekt sein. Wir kriegen kein Schweröl mehr. Hier kommt noch Schweröl an. So, zack. Hier kommt auch noch Schweröl tendenziell genug an. So, na, kommen wir jetzt mit dem Roboport, dass wir das noch hinkriegen. Da musst du hin, alles klar. Genau da. Ich stand im Weg. So, wieder ein Robo-Import mehr. 100 Stahlträger. Warum kriegst du kein Schweröl? Das finde ich jetzt gerade irritierend.
irritierend. Leichtöl ist auf jeden Fall drin. Schweröl ist hier halt schon nichts mehr. Kommt hier schon so wenig raus? Alter Verwalter. Jetzt ist wieder 100 Rohöl. Wir müssen unsere Ölraffinerie deutlich erhöhen. Ah, jetzt kommt auch mal ein bisschen an hier. Eieieiei. Ja, das wird ein bisschen dauern. Also Napalm können wir auf jeden Fall noch nicht ausprobieren. Wir haben Mauern dabei. Wir haben wir brauchen Munition. Wir brauchen Munition. Lalalala. Ich hätte ganz gerne... Ja, mach mal. Da wir wieder faul sind, machen wir hier kurz, sagen wir mal den. 200 Schuss würde ich gerne dabei haben. Dankeschön. Und steckt mich voll. In dem Sinne, ja, das wird nur lustig. Und ich möchte das Ding da ausprobieren hier, ne? Bam, mitten in die Fabrik rein. Wäre auch echt ungeil. Ich bleib mal lieber erstmal auf den Schüssen. Und ja, in dem Sinne sage ich erstmal vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Factorio. Und ich übergebe dann an den Okami der zukünftigen Zeit. Grüßt die alte Socke von mir. Ihr könnt ja mal zum Beispiel mal gucken. Modded Stream World, das sind sogar ganz alte. My Modded World. Hier, yeah, My World. 3-2. Welches ist jetzt die korrekte? Ja, das. Ja, doch, das ist sie. Da hatte ich versucht, ein Achievement zu kriegen, aber deswegen ist da noch zwei. Aber hier könnt ihr mal so reingucken, was da so an Mods drin ist. Aber na gut. In dem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao.